gemacht haben, sind verschiedene Spiele auf Städte zuzuschneiden, um dann eben quasi eine Kombination von digitalen Inhalten und physischen Aktivitäten zu schaffen und dadurch nochmal eine neue Wahrnehmung zu kreieren. Also man kann sich zum Beispiel ein ortsbasiertes Mobilspiel vorstellen. Oder man kann auch etwas sich vorstellen, was ganz auf Technik verzichtet und einfach Objekte in der Stadt zu Spielitems macht und da eine Geschichte drüber legt, die für andere gar nicht sichtbar ist, die jetzt nicht im Spiel sind. Wir haben zum Beispiel 9 verschiedene ortsbasierte Mobilspiele entwickelt, wo man mit dem iPhone durch die Stadt geht und zum Beispiel, das haben 2 Studierende gemacht, die jetzt auch heute mit mir hier waren, verschiedene Farben erspielen muss, um im Museum die Kunstwerke wiederherzustellen. Da muss man dann durch die Stadt gehen, an verschiedenen Orten vorbeikommen, Rätsel lösen und am Ende schafft man es dann vielleicht, dass das Museum wieder optimal instand gesetzt ist.